Dann ist da der Eisdiele. Aber wenn er da nicht umgucken ist, tu es mal. Ich bin schon nicht mehr so motiviert. Die Tracht und auch die Tradition weiterzureichen in die nächsten Generationen. Die gibt es original nur in drei Gemeinden. Das eine hier in Kirnbach, wie sich unschwer erkennen lässt. Dann in Gutach, gerade über den Berg, da drüben. Und in Reichenbach, da geht es über einen anderen Berg. Das sind die drei Gemeinden, in denen diese Tracht zu Hause ist. Sie können sich nachher gerne auch mal hier umsehen bei den geschäftigen Damen, wie so eine Tracht entsteht. Auch die Brautkrone, da komme ich nachher noch drauf, entsprechend sowohl Hüte wie auch die Tracht selber hat. Da sollen wir mal in Wolfach anrufen. Du laufst ran. Schwarzwald Wasser. Wir halt evangelisch und die alle anderen um uns herum, geografisch um uns herum, sind alles Katholiken. Damit die so schön ein bisschen über den Hut, über das Dach runterreichen, sind da jeweils drei Stück unten runter gebaut. Aber das, was man sieht, sind 11 und das ist auch das, was stimmt. Dann der Hut selbst ist ein Strohhut und damit er nicht so wackelig daherkommt wie früher. Sie haben vorher bei den Kindern gesehen, da gibt es die Hüte nicht. Das liegt nicht daran, dass die kleinen Hüte nicht verfügbar sind, sondern den Hut bekommt man zur Konfirmation im Alter von 14. Und drunter hat man eben nur das Häubchen, so wie ich es hier habe. Was gibt es sonst noch? Dreh dich gerade mal rum. Ist nicht, dass du von hinten besser aussiehst, ist nur wegen dem Spiegel. Wenn Sie hier reinschauen, da ist ein Spiegel drin. Und außenrum sehen Sie die Perlen, das ist am Zopf normalerweise befestigt. Der Spiegel hat früher mal ein Grundkett. Sie wissen, es gab böse Geister im Schwarzwald. Und als böser Geist traut man sich ja nicht von vorne anzugreifen, sondern kommt man von hinten. Und die bösen Geister sehen alle nicht gut aus, sondern schrecklich. Und wenn Sie sich vorstellen, so ein schreckliches Gespenst schaut in den Spiegel, der läuft vor sich selber davon. Und das war die Funktion von diesem Spiegel. Das funktioniert heute nicht mehr, weil es nämlich keine so schrecklichen bösen Geister mehr gibt. Und die jungen Männer kommen von vorne. Spricht aus Erfahrung. Hier sieht man noch mehr Erfahrung, nämlich die Christine ist verheiratet, neue Röcke und Trachten herzustellen.
Die Farben vom Goller sind verschieden. Nicht verheiratet, violett, und das Grüne bei verheirateten Damen. Dann unten die Strümpfe. Das ist ein Strumpf für den Sommer. Baumwolle. Das ist ein Festtagsstrumpf und einer für den Winter aus Angora-Wolle. So, was haben wir noch? Oder kann man nicht, oder sollte man nicht sagen? Zudem würde die Mädchen besser über die Männer Bescheid wissen als ich. Insofern, es gibt bei uns außerdem, was drinsteckt, außerdem nichts Besonderes. Das ist ein Samtkittel. Auch die rote und schwarze Farbe hat keine Bedeutung, schon gar keine politische. Mädchens vorstelle statt dem Bullehut. Und den trägt die Braut bei der Hochzeit. Ist noch mal ein bisschen schwerer als der Bullenhut. Der Bullenhut hat so etwa 1,5 Kilo. Und das so Größenordnung 2 Kilo. Das sind 1500 Perlen verschafft an diesen Glasperlen. Ist auch heute relativ schwierig, noch jemanden zu finden, der solche Glasperlen herstellt. Wir haben noch einige. Aber das wird das Erste sein, was ausgeht. Und außenrum hat es natürlich auch wieder Spiegel, also die Brautkrone.
Studenten gedacht, die sich über das Vorhergesagte in Kirmbach Gedanken machen. Herzlich willkommen hier vorm Verzadeshof. Prozedere bei uns im Schwarzwald und in Kirmbach speziell. Bevor man sich schlägt, versucht man das tänzerisch zu lösen. Und wie das geht, zeigen wir Ihnen jetzt mit einem Handwerkstanz. Das ist der Tanz der Hammerschmitzgesellen. Da streiten sich die Männer oder die Burschen. Schlimmes passiert. Thank you.